damit kill Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Wenn du dich jetzt fragst, was Refolded bedeutet, warum hast du die anderen Folgen noch nicht gesehen? Refolded ist eine geisteskranke Fanmod, die neue Items, neue Gegner und neuen Stuff diesem Spiel hinzufügt. Es ist geisteskrank und wir kommen jetzt zum Feuerpergamenton. Let's go! Hast du das Geräusch gehört? Oh boy, there we go. Das Feuerpergamenton. Wie kann es einfach so brennen? Ich meine, ohne zu verbrennen. Was für eine atemberaubende Kreatur. Aber sie wurde zu Origami gefaltet, Mario. Wir müssen sie irgendwie abkühlen. Damn, boy. Das sieht heavy aus. Oh mein Gott. Ich habe so unfassbar Angst, guys. Wenn ihr genauso Angst habt, lasst ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich ein Abo. Ihr wisst Bescheid. Also wie wir am besten vorgehen, ist, glaube ich, Wasserpergamenton. Das würde Sinn machen. Aber ich, also... Ach Mann, warum? Oh, wir können ja aber schön viel Stuff reinlegen. So. Zusatzangriff. Ich glaube, das ist ganz nice. Ich versuche es erstmal mit einem Sprung in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und wir kriegen kein Damage. Die KP gehen runter, wenn es Federn verliert. Habe ich verstanden. Okay. 35? Wir müssen die Federn irgendwie kaputt machen. Ich bin mir sicher, der kann die sich irgendwie zurückholen. Vorsicht vor den brennenden Federn. Die sehen gefährlich aus. Ja, das sagte ich bereits. 9 Damage machen die. Uff. Wir sollten das nicht berühren mit unseren Händen. Das macht Damage. Aber draufspringen ist okay. Oh boy, wir sind gleich tot. Okay, aber wir können uns so ein Herz holen. Wir schalten ein, holen ein Herz und dann Wasserpergamenton. Boy, wir haben nicht so viele Herzen bekommen, wie ich gerne hätte. Pergament macht. Das macht dem Viech sehr, sehr wenig Schaden. Aber jetzt können wir mit den Faltarmen. Bam! Oh ja, komm, mehr. Okay, ein bisschen unter Hälfte. Ich würde sagen, noch ein Drittel. Aber das macht es nicht besser. Es brennt wieder. Das hat sich voll geheilt. Bitte. Komm schon. Als ob es nicht gezählt hat. Ey, wenn er sich jetzt wieder komplett voll heilt. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Also es ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Das hat jetzt schon ultra wenig Leben. Komm schon, bitte. Ja, komm. Ja. Let's go. So muss das und nicht anders. 3 Versuche jetzt gebraucht. Kurz vor Tod habe ich es dann doch geschafft. Und dafür nur 2500 Münzen. Ich bin enttäuscht. Die Faltfibel des Feuerpergamenton. Glückwunsch, Faltfibel des Feuers erhalten. Also wenn das jetzt nicht episch wird, dann weiß ich auch nicht. Show me, Olivia, show me. Oh boy. Sieht das badass aus. Hab ich gesagt, dass mein Herz pocht? Jetzt fühlt es sich immer mehr so an, als würde es brennen. Ich habe all das Feuer in meinem Herzen rausgelassen. Seht ihr das an? Die Vögel brennen ja richtig vor Leidenschaft. Was ein Anblick. Boy, das war zu episch. Ich muss jetzt erstmal hier so einen krassen Pilz essen. Wie viel der halt 40? Ja, rein da. Okay, und noch einer und dann gehen wir hoch. Let's go. Ey, das war zu episch, der Kampf. Er war ein bisschen schwierig, aber er war episch. Sagt ehrlich. Vielleicht hätte ich das Risiko reingehen sollen, aber nein. Ein brennender Tempel voller Fallen ist kein Ort für einen Professor wie mich.
Oh, da kommen wir. Okay. Da ist der Professor einfach kurz tot gewesen fast. Professor, wir sind wieder da. Na gut, ich habe schon angefangen, meine Berufswahl in Frage zu stellen. Let's go. Oh, wir steppen hier runter und natürlich erstmal in die Lava rein. Wäre ja cringe, wenn nicht. Sie werden es nicht glauben, wir haben das Feuerpergament da getroffen. Es war ein riesiger Vogel und dann war ich auch der Vogel. Oh, ich bin immer noch ganz aufgeregt. Oh, wirklich. Hier draußen war auch einiges los. Ja, ich habe die Flammen intensiv besehen. Und habe außerordentlich transpiriert. Mir gehen die Fachbegriffe aus. Ich musste tatsächlich sogar mehrfach auswringen. Jedenfalls, vortreffliche Arbeit, Olivia. Ich bin sicher, deine neue Fähigkeit wird uns nützlich sein. Ich weiß noch nicht ganz, wo uns das nützlich sein soll. Aber wir gehen einfach mal hier raus. Glaubt es oder glaubt es nicht? Ich musste jetzt tatsächlich googeln, was wir machen müssen. Wir müssen hier in diese Räume rein und was auch immer da drin steht, das müssen wir gleich lesen. Ich würde mein Auge gern begrüßen, suche es zu meinen Füßen. Okay, ich habe eine Vermutung. Wenn ich mich richtig erinnere, ihr wisst, Guys, das Game ist für mich nicht blind. Dann, ganz genau, können wir mit dem Professor graben und solche Sachen finden. Und das ist dann eines dieser Augen. Und wenn wir jetzt hier hochgehen und das hier einsetzen, ganz genau, okay, ich erinnere mich richtig. Hey, ein kleines Fenster, durch das man rausschauen kann. Vielleicht kann man da irgendwas reinstellen. Sollen wir es mal probieren? Ja, und zwar das hier, genau. Was genau passiert, weiß ich nicht, aber wir werden es sehen. Passt perfekt, wie niedlich. Oh, der Stein, den du eingesetzt hast, der glänzt ja ganz hell. Was passiert da, außer dass es richtig hübsch aussieht? Der Tempel dreht sich. Und wohin? Zu der versunkenen Teil der Luftschlange. Keine Ahnung. Und das müssen wir jetzt scheinbar bei allen Türmen machen, die es gibt. Ich weiß nicht, gibt es 4, 5? Wir werden sehen. Und hier ist auch schon der nächste, deren geheime Inschrift ich natürlich sofort lesen möchte. Unter verschlungenem Zwillingsbein in Dornen liegt das Auge mein. Was auch immer das bedeuten mag, Zwilling. Irgendwas mit Zwilling. Es hat was mit Kakteen zu tun auf jeden Fall. Wegen den Dornen. Also irgendwelche zwei Kakteen, die gleich aussehen. Und dann da dazwischen wahrscheinlich. Und da brennt's auch schon. Okay. Bitte nicht den ganzen Turm abfackeln. Das wäre cool. Also bei Zwillingskakteen hätte ich tatsächlich das hier gesagt. Das sah nämlich, ja, das mega sass. Okay, das ist auch keine 2 Meter von dem Turm weg. Easy. Und auch das zweite Licht erscheint. Ich glaube, wir müssen hier durch die Wüste weiter, weil es sind noch 2 Statuen weiter hinten, die man nur sieht. Die müssen ja dann hier sein. Komplett random gerade neue Stiefel gefunden. Ultrastiefel, stärker als Glitzerstiefel, aber nicht geeignet für Stacheln. Scheue Sonne überm Seengrund, doch wartet dort das Aug auf Fund. Okay, das ist auf jeden Fall bisher das Kryptischste, aber mit See ist bestimmt das in Sniff City gemeint. Da gibt es ja schließlich einen See. Ich würde einfach da mal gucken und wenn ich da nichts finde, dann... Keine Ahnung. Also, ich musste googeln. Also, yo, das ist ultra schwer tatsächlich. Hier ist ja der See und wir müssen gucken, dass die Sonne, die geklaut wurde, und dieser Kugel genau in Einklang sind. Und dann liegt das da. Das ist richtig random. Ich war jetzt auf der Hinterseite, um zu gucken, ob da was ist. Hier vorne dachte ich mir direkt, dass hier nichts ist. Das wäre zu auffällig. Aber es war doch hier vorne. Der dritte Lichtstrahl erreicht das Podest. Wände aus Wellen hinter Feuer. Dort ist mein Auge mir so teuer. Guys, überlegt euch das bitte. Hier sind Wellen. Deswegen ist hier drinne das Auge. Überlegt euch das. Wie kommt man da drauf ohne Google? Nenn mir eine Person, die das ohne Google hinkriegt. Und auch der vierte erreicht den letzten Punkt. Das ist neu. Leuchtet da jetzt etwas? War das schon immer da? Hey, könnte das der Fallkreis vom Erdpergamenton sein? Ich denke schon. Dann zeig mal, was du drauf hast, Olivia. Und der Tempel von Chamses erhebte sich. Oh boy. Tempel von Chamses. Du liebe Güte,
Hier muss es sich tatsächlich um den Tempel von Chamsis handeln. Das war also damit gemeint, dass er sich versteckt. Die alten Falter hatten wirklich eine Schwäche für kryptische Hinweise. Ha, das ist so aufregend. Professor, meinen Sie, dass wir zur Luftschlange kommen? Jetzt, da der Tempel aufgewacht ist, sie führt direkt in die Spalte, sehen Sie? In der Tat, das Ende der Luftschlange scheint sich im Inneren des Tempels zu befinden. Schnell, suchen wir den Eingang. Also das hier sieht mir doch sehr eindeutig nach dem Eingang raus. Und lasst uns auch direkt reinsteppen, und zwar beim nächsten Mal, Guys. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und checkt dieses Video aus, da spielen wir zum ersten Mal Super Mario Bros. Wonder und es ist geisteskrank.